Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Heute zur finalen Aufnahme. Wir gehen ja schon mal aus Mad Dogs Bude hinaus. Ach, Los Santos. Sieht aber echt schön aus bei Nacht. Naja, wie schon erwähnt, die letzten Aufnahmen davor haben wir ein paar Easter Eggs gezeigt und sonstiges, ein paar andere Sachen gemacht. Ich hoffe mal, es war ein bisschen abwechslungsreich, da haben wir es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ich habe jetzt die ganzen letzten Folgen eigentlich nur noch exzessiv die Mission gemacht, BZW, die Aufnahmen davor habe ich ja nur noch die Mission gemacht. Dass wir jetzt dazu kommen, wir müssen nämlich jetzt nur noch eine Mission machen und dann haben wir das Spiel durch. Also in dem Sinne von der Story her, wie schon gesagt, 100% war ich nicht, aber die Story mache ich durch und nach der Mission, das ist dann die letzte, haben wir dann das Spiel, BZW, die Story durch. Da fahren wir jetzt hin, wir holen uns erstmal noch eine Schutzweste und ein paar Waffen und ja, dann legen wir auch schon los mit der finalen Mission. Los geht die Fahrt. So, kurz gucken, wo sind. Aber nicht mehr. So, jetzt mal los. Let's go. Na, Herr Polizist, ja, Sie können ruhig stehen bleiben. Man sieht mal wieder, die Polizisten sind hier einfach sehr kompetent. Muss man schon gestehen, die Polizisten sind hier sehr schlau. Okay, Leute, so, wir holen uns jetzt ein paar Waffen, Schutzweste, kugelsichere Weste natürlich. Die muss sein. Natürlich nicht, mein Freund. Natürlich nicht. Was brauchen wir denn nicht? Weiß es gar nicht. Desert Eagle? Haben wir da schon von was? Von. Na gut, komm. Nehmen wir uns die hier. Ein bisschen Munition. So. Okay. Gute Schusswasser. Schusswasser. Schusswaffe haben wir jetzt schon mal. Schrotflinte. Automatische. Komm. So, wir pumpen uns jetzt richtig voll mit Munition. Scharfschützenmunition nehmen wir natürlich auch noch mit. Und eine Schnellfeuerwaffe am besten. Gewehr. Präzisionsgewehr. Davon haben wir davon noch was? Nee, haben wir leider nicht. Boah, wir geben gerade eine Menge Geld aus, aber ich weiß nicht, wie schwer die Mission wird. Ich gebe jetzt einfach mal ganz viel Geld aus. Ob es sich im Endeffekt lohnt, kann ich nicht sagen. Sturmgewehr? Eine M4 vielleicht? So. Okay. So, ich check jetzt nochmal kurz ab, was wir haben. Alter. Ja, genau, jetzt weiß ich auch noch, was ich holen wollte. Ich wollte bei hier bei Torino, bei seiner Farm wollte ich nochmal vorbeigucken. Da gibt es nämlich noch ein paar geile Waffen. Alter, wir haben einen Blumenschau. Ach du Heilige. Okay, ich, da soll. Ist hier noch ein Wagen ganz? Der sieht eigentlich nur gut aus. Naja, definieren wir gut. Na schön, okay, dann fahre ich jetzt nochmal schnell zu Torino. Na, so. Kurz irritiert. Brauche ich jetzt lang zu Torino? Ja, eigentlich schon. Der ist ja. Ja, der ist schon dezent weit weg, aber dann machen wir es mal im Schnelldurchlauf. So, da wären wir bei Torinos Häusken. Das ist natürlich die Frage, was können wir denn alles mitnehmen? Das ist wahrscheinlich nur noch Munition, ne? Es ist die Frage, dafür müssen wir natürlich was anderes immer liegen lassen. Eine Bazooka wäre natürlich sehr praktisch. Ich weiß jetzt aber nicht, was sie halt ausgetauscht hat. Ja gut, die hat jetzt den anderen Werfer ausgetauscht. Na gut, komm, nehmen wir die jetzt erstmal mit. Ich speichere ja mal kurz. Ach du Heilige. Dass wir wenigstens einen kleinen Speicherpunkt haben, nachdem wir jetzt schon die ganzen Waffen gekauft haben. Jetzt hat wieder die Schutzweste. Oh. Nein, hier genau. Unseren guten alten ersten Spielstand. Fürs Let's Play. Genau, hier ist noch die UFO-Map. Flammenwerfer. Ah, sieht das alles wieder. Ach so. Jedes Mal, nachdem man speichert, liegt hier sowas. Aha, das ist ja schon mal. Moment, ich tausche mal kurz aus. Was habe ich denn jetzt dafür? Ah, die Bazooka und das Ding kann ich nicht gleichzeitig haben, oder wie? Ich speichere nochmal kurz, würde gerne wissen, ob ich dann wieder Muni kriege. Das wäre natürlich. Boah, das wäre natürlich schon eine heftige Waffe auf jeden Fall. Kurz mal zum Test. Na? Bin kurz eben ein bisschen erschrocken, weil sich der Flammenwerfer gedreht hat. So. Ja, Tatsache.
Alter, sehr heftig. Aber geil. Ja gut, dann machen wir uns mal damit auf den Weg. Ist natürlich jetzt die Frage, ob das jetzt weise gewählt ist. Aber ich nehme mal, ich meine, wir haben jetzt von allem irgendwas. Das sollte dann, glaube ich, wirklich reichen. Hoffe ich mal, dass das ganz so gut geht. Ich fahre jetzt über Las Venturas und wir sehen uns dann wieder in Los Santos. Bei der finalen Mission. Also ich fahre dann direkt zu Sweetie's House. Da speichere ich dann nochmal. Weil ich jetzt wahrscheinlich wieder eine kleine Beschleunigung einbaue. Wie muss ich denn jetzt fahren? Über die A8. Ne, keine Ahnung, wie die Strecken hier heißen. Ach, du heilige Scheiße. Oder soll ich jetzt... Ich kann gleich hier zurückfahren. Das ist wahrscheinlich fast schon kürzer, ne? Ja, ich fahre nicht so. So, gerade gespeichert und dann würde ich sagen, geht's los mit der finalen letzten Mission von GTA San Andreas mit dem passenden... Oh, du musst mehr Gangterritorien in Los Santos übernehmen. Nein! Verdammt, ich habe mir das irgendwie schon fast gedacht. Das ist jetzt ein bisschen unpraktisch. Oh Mann, ey, ich habe das doch so cool gemacht. Okay, ich würde sagen, ich mache das einfach mal, aber ich mache das jetzt offscreen. Ich übernehme jetzt einfach ein paar... Ja, hier so die Umkreisenden, hier so... Itzo, Fatzo, das schaffe ich schon. Dann ist es echt gut, dass wir so viel Munition gekauft haben, ne? Ich würde sagen, das erledige ich jetzt schnell und wir sehen uns dann nach dem Cut wieder. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt. Vielleicht dauert es ja auch ein bisschen länger, aber... Naja, ne? Also, bis gleich, Leute. What's up? You find smoke? After we dumped on those ballers, the Vargo started to speak. We got him now. He's hiding in Los Flores or East Los Santos. Time to saddle up, CJ. All right, I'll get you and then we'll roll over there. Und damit willkommen zurück. Ich kann mal kurz erwähnen, ich habe gerade 15 Gebiete übernommen. Ihr habt richtig gehört, 15 Stück. So, komm an. So, ja, du auch. Du auch. Ich liebe euch alle, meine Bros. So, ihr kommt jetzt mal mit ihr. Alter Schwede. Also zur Erklärung, ich habe eben den Cut gemacht. Das war vor 2 Stunden. Oder fast, ich glaube, 1,5. Ich habe da nicht so ein gutes... Und ihr seht's. Wenn ihr jetzt nochmal kurz zurückspult, vor dem Cut habe ich ja, glaube ich, nochmal direkt die Karte gezeigt. Dann könnt ihr es unterscheiden. All die grünen Sachen sind unsere. Das haben wir alles übernommen. Das sind etwa 15 Gebiete. Ja, ich habe 15 Gebiete übernommen. Muss ich erzählen, beim ersten Gebiet dann... ich weiß, was ihr euch jetzt denkt erstmal. Der Raffi und Gebiete übernehmen, das geht ja gar nicht gut. Beim ersten Gebiet habe ich dann auch meistens irgendwie die Bullen auf mich gezogen, aber das ging dann immer besser. Beim ersten Mal, also beim ersten Gebiet hat es echt erstmal ein bisschen gedauert. Aber auch nur so 2 Versuche und dann ging es wirklich. Und dann von Gebiet zu Gebiet ging es echt besser. Ich habe dann echt neue Positionen, ich habe es neu rausprobiert. Das hat sogar Spaß gemacht, ja. Das Problem war einfach in dieser einen Mission, wo ich so abgefehlt hatte, dass wir die ganze Zeit auf Sweet aufpassen mussten. Ich musste ja schon mal Gebiete übernehmen, missionstechnisch musste ich das machen. Also mitten in der Mission drin. Das ist jetzt hier quasi außerhalb von der Mission. Und, ja. So, achso, ich habe das Radio übrigens auf die volle Lautstärke gedreht. Naja, nicht auf die volle, aber etwas lauter. So. Naja, okay. Deshalb, dann habe ich halt wirklich Gebiet für Gebiet übernommen. Hat eine halbe Ewigkeit gedauert. Aber wir haben es geschafft. Wir haben eben den Anruf von Sweet erhalten. Ich habe mich dann nochmal kurz im Internet erkundigt. Da stand auch, dass das halt relativ lang dauert. Und da wir nun mal quasi fast nur sehr wenige Gebiete erobert hatten und auch ein paar zurückerobert worden sind, weil ihr habt es ja gesehen, kam ja manchmal die Anzeige, ein Gebiet wird angegriffen. Das heißt, dass wir da quasi hinfahren müssen und müssen es klar machen. Und ich habe das echt sauber geschafft. Ich habe wirklich die meisten der Gebiete ganz alleine gepackt. Die Typen hier, die waren quasi nur so als Rückenverstärkung, die dann so ein paar einzelne loswerden. Ich habe mich dann meistens irgendwo aufs Dach verzogen oder an ganz coole Punkte und habe die dann echt weggemacht. Ich weiß, ich bin manchmal echt nicht so der Pro-Gamer, aber das habe ich echt sauber hingekriegt. Das kannst du nicht anders sagen. Also wirklich dann nach dem zweiten Gebiet lief es dann. Habe ich echt bis zum 15. Gebiet durchgemacht. Die Sache ist die, Moment, ich speichere erstmal, damit wir schnell die Bullen loswerden und volles Leben haben. Dann müssen wir nochmal zu Torino zurück, denn ihr seht, wir sind alle waffenlos. Ich musste echt alles ausbauen. Diese Riesen-Uzi, die wir hatten mit den 500 Schuss hatte die, glaube ich, die war richtig Bombe. Dadurch haben wir echt... Ich glaube, allein durch die habe ich 4/4 klar gemacht, weil die ging richtig ab. Ich fahre zu Torino zurück, mache jetzt hier aber einen kurzen Cut und schnappe mir da einfach die Waffen. Und dann sehen wir uns genau hier wieder zur Finalmission. Ich habe jetzt echt 1,5 Stunden oder so dafür gebraucht, war echt eine lange Zeit, aber hat sogar Spaß gehabt. Oh. Dum, 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 dum.
So, mach hier einen kurzen Cut. Bis gleich, Leute. Ist das nicht entspannt nach all dem Stress hier? Ey! Mann, können die alle nicht fahren? Okay, ich bin hier gerade über den wunderschönen Fluss hier geschwommen. Die Gegend ist schon extremst geil. Und wir, oh geil. Ja, wir schnappen uns die ganzen. Ist natürlich die Frage, die nehmen wir, die hier. Die geht so ab, die Waffe. Das könnt ihr gar nicht glauben. So, ich nehme die mal mit. Kann ich jetzt von der eigentlich auch ein paar Skills einsehen? Wie sieht's denn aus? Ne, von der habe ich gar keine Skills. Okay. Gut, dann speichere ich ein paar Mal, dass ich ein bisschen mehr Munition habe. Und dann sehen wir uns vor Sweeties Haus wieder. Bis gleich. Mississippi Man, lalalala. Da. Mississippi, ich kenne den Text nicht. Aber ich kenne das Lied. Mississippi Man. Ich sing bestimmt total scheiße. Sehe jetzt deine Angst ins Gesicht. So, da werden wir nun endlich wieder zurück. Und nein, ich habe gar nicht viel Munition für die hier oder für... Oh fuck, ich laufe mal lieber, bevor der mich angreift. Oder für die hier. Nein, 5500, das ist gar nicht übertrieben. End of the line. What's up? It's time for smoke. Alright, let's roll. The Johnson brothers finna take that fat fool down. Ah, das geht schnell. Steigt zu Sweet in den Wagen. Ja, und die letzte Mission hat den passenden Namen End of the, Line. Finde ich einen sehr coolen Namen übrigens auch. Part to Big Smokes Crackfestung. Ah, der hat auch alles kaputt gemacht, genau wie Tenpenny. Naja, nachdem wir hier die halbe Gegend übernommen haben, ihr seht dieser kleinen Schnipsel, den besitzen wir noch nicht. Ah, komm CJ, wir haben so viel durchgemacht. Das wirst du jetzt wohl auch schaffen. Ach du, hi. Nein, ich bin hier noch in meinem Gebiet. Jetzt sind wir in einem anderen Gebiet. Ich bin echt schon gespannt, ob das jetzt läuft. Wir haben aber echt eine Menge Munition und ich habe echt ein bisschen... Ich möchte sagen, ich pappe ein bisschen mehr Skill drauf. Bin ich mal gespannt, dass du noch ballerst. Look, I know you down for this. But I gotta go in there alone. What? Smoke played me. Tenpenny played me. They played us all. Yeah, but you're right. I was a buster when my family needed me the most. Hey, I let Brian die, man. This one for him. For moms and for you, bro. For Grove Street, baby. Yeah, for the Grove, baby. Hey, if you need me, you know I'll be. For sure. You always been there for me, man. Ach ja. So würde ich sagen. Alter, es gibt viele Wachleute in der Crackfestung. Es führt nur ein Weg hinein, aber wegen der Unruhen ist die Tür verschlossen. An diesem gesicherten Eingang führt nur ein Weg vorbei. Einrammen. Ach du Heilige. Jazz Fahrzeug mit etwa ein SWAT-Panzer kann den Eingang ohne weiteres einrammen. Ja, okay. Hol dir den SWAT-Panzer. So, und dann wären wir jetzt hier. Ich bin schon sehr gespannt, ob wir das jetzt hinkriegen. Wir haben ja total viel Munition. Alter, ich kann wieder sehr gut reden. Ich mach dir einfach mal mit der Sniper fertig. Dass wir die schon mal weg hätten. Stell ich mich bestimmt wieder voll scheiße an, weißt du? Aber das ist einfach echt so, weißt du? Wenn du aufnimmst, ist es was ganz anderes. Das kannst du auch, also einmal dieses Beifahrerphänomen, dass nur mal der Zuschauer wesentlich mehr sieht, beziehungsweise gleich erkennt, wo man lang muss oder... ja, nun mal gleich die wesentlich besseren Wege erkennt. Das ist nun mal so als Zuschauer. Auch wenn ich mir die Folgen ansehe, dann werde ich dann in den meisten Folgen einen besseren Weg finden.
Ach du Heilige. Nein! Alles muss ich aber echt aufpassen. Ich habe nicht so viel Leben. Das sind aber meine Jungs. Sehr gut. Jetzt muss ich aber echt aufpassen, wie ich das jetzt am besten anstelle. Warte. So. Das müsste es doch gewesen sein, oder? Oder ja. Geil. Okay. Ein bisschen Munition mitnehmen und wir nehmen den SWAT-Panzer. Geilo. Okay, rammen den Eingang zu Big Smokes Crackfestung mit dem SWAT-Panzer ein. Bin ich aber gespannt drauf, wie der so läuft. Ah, schade, dass wir jetzt noch die Hälfte unseres Lebens haben. Hä? Alter, was schießen die auf mich? Ey, die sind ja doch nicht bei mir. Verräter, brich durch die Wand, um den Eintritt zu verschaffen. Ja, yeah. Geil. So, komm, dann können wir doch bestimmt auch. Wie kann ich ihn? Ach so, Moment. Ich kann. Oh, fuck. Oh, oh. Na komm, jetzt nehmen wir die hier. Dann seht ihr die auch mal im Einsatz. Alter, die Waffe geht richtig ab. Ich sag's euch. Oh, ich soll weiterfahren. Ach so, ich dachte, okay. Ich glaube, ich muss weiterfahren, oder? Ich überfahre jetzt hier einfach mal. Ah, da muss ich durch. Alter, ich hab fast kein Leben mehr. Stockwerk 1, Sicherheitsbereich. Na geil. So, Smoke ist im vierten Stockwerk. In seinem Penthouse-Suit. Du musst dir einen Weg nach oben verschaffen. Ja, Text geht halt doch schneller um. Alter, ich brauche jetzt fucking nochmal ein Herz. Wie kann ich eigentlich am Anfang so schlecht sein, ne? Das ist doch bestimmt einer um die Ecke, ey. Ich sehe das. So. Mein Freundchen. So weit kommt's noch. So, dies. Nein! Ho! Alter, das. Ich frage mich gerade, ob sich das Ganze jetzt noch lohnt, weil ich brauche einfach ein Herz. Das hat ja sonst keinen Sinn. Wir stehen da durch. Tatsache. Nein! Ho! Ich meine, ja. Die Waffe hat gar nicht übertrieben viel Munition. Weißt du, ich habe einfach... Man könnte sagen, ich hätte es etwas übertrieben, aber nö. Ich fände das gut so. Ist ja richtig. Oh, eine Schutzweste, Alter. Eine Schutzweste. Was ist das hier? Bauanleitung. Ach, was weiß ich. Wo muss ich denn durch? Oh, oh. Ich höre die schon wieder, ey. So. Muss ich hier lang? Ich blick hier. Hä, ich muss doch nach oben. Ah, wenn wir jetzt noch ein Herz haben, dann ist es gut. Wenn wir jetzt noch ein Herz irgendwo kriegen, dann... Ach! Ho! 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 Hi! Was? Alter, Schawutzki! Was ist denn hier los? Oh, what the fuck, ey. Mach ich einfach mal die Tür auf, dann passiert sowas. Natürlich. Ah, ich hoffe, dass die mich hier nicht erwischen, weil dann könnte ich die jetzt einfach alle sauber wegsnipern hier. Von hier aus nicht, aber von hier aus. Oh, oh. Alter, sind die auch noch hier, oder was? Fuck, fuck, fuck. Oh. Alter, ich brauche mal eine Pause. Okay. Hier ist noch irgendwo einer. Oder? Hallo? Nein! Ha! Oh. Sag doch, das ist noch einer. Du Arsch. Ach, da hinten ist auch noch einer. Ne? Sag mal jetzt. Komm doch mal ran hier. Moment. So. Jetzt komm raus. Ist er gestorben? Tatsache. Hallo. Nein. Oh, ja.
Alter, ja, ist gut. Alter, ich brauch ein Herz. Guckt euch mal. So, ich verdrück mich hier die ganze Zeit. Guckt euch das an, Mann. Leute. Was soll ich denn davon halten? Hallo? Frieden? Na jetzt! Nein! Oh. Alter, das... Guckt euch mein Leben an! So ein schlechter Scherz! Ach, da geht's mal. Ich dachte schon. Ach so, okay. Ich würde mal sagen, erster Stock hätten wir geklärt. Oder so ähnlich. So. Alter, die Munition, die ist echt gar nicht übertrieben. Haben wir die alle? Ja. Entschuldigung, dass ich etwas ruhiger vorgehe oder vielleicht auch ein bisschen weniger kommentiere, aber ich konzentriere mich gerade. Verdammt. Yes. Oh. Okay. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Leben, das heißt... Ist da noch irgendwer? Hallo, hallo? Nee, ich glaube, die haben wir jetzt alle. Wo muss ich denn lang? Ach, hier wieder durch, natürlich. Ich denke da nie dran, das ist Stockwerk 2, Drogenlabor. Alter, durch die einzelnen Stockwerke geht's hier durch, ist natürlich auch geil. Bahne dir einen Weg ins dritte Stockwerk. Na, mein Freundchen. Und eine Schutzweste. Oh, danke, Spiel, danke, danke, danke. Puh. Oh, oh. Nicht über... Ja, yep, da ist er. Alter, die haben auch das Hitman-Level. Die können auch mit zwei Waffen schießen. Hitman. Habe ich aber auch noch nie gespielt, Hitman. Wäre auch so eine Idee. Alter, Schawutzki, ey. Aber denkt dran, finale Mission hier, Leute, ne? Er hat bestimmt Crystal Meth gekauft. Nee, was macht er hier? Koks, ne? Also, er guckt hier nicht direkt, aber... Die stellen Koks zumindest her. Oh, das ist viel angenehmer, wenn du Rüstung und Leben hast. Leute, glaubt's mir. Nein. So. Der hat sich gerade ein bisschen doof angestellt. So. Na, mein Freundchen. Nein. Oh. Der ist an Verblutungen gestorben. Gar nicht brutal. So. Sauber geschafft, würde ich sagen. Ich bin, Alter, Leute, dass wir das jetzt geschafft haben. Ihr habt ja gesehen, wie wenig Leben ich gerade noch hatte. Ach du Heilige. Habt ihr ja gesehen, wie wenig Leben ich gerade noch hatte. Deshalb ist es umso verwunderlicher, dass ich jetzt noch hier bin, aber ich freue mich. Hat natürlich noch so einen kleinen Spannungseffekt eben gehabt, dass ich so wenig Leben hatte. Da fragt man sich, schafft das nicht? Und jetzt sterbe ich. Ne, jetzt gebe ich mir aber auch Mühe. Das könnt ihr aber wissen. Also jetzt echt, sorry Leute, falls ich... nicht das Mega-Commentary hier abliefere. Aber ne, wie schon gesagt, ich war jetzt 1,5 Stunden erstmal damit beschäftigt, wegen... Ach du Heilige. Ach, da unten. Ich war jetzt 1,5 Stunden erstmal beschäftigt, die ganzen Gebiete einzunehmen. Das hat echt eine halbe Ewigkeit gedauert. Bin ich richtig? Ja, da geht's rein wahrscheinlich, ne? So, die Kumpels hatten wir erledigt. Alter, Smoke, ey, den nehmen wir auseinander. Das glaubst du nicht. So. Muss man aufpassen, dass ich vielleicht mal ein bisschen mehr Headshots gebe, aber im Ernst, wir haben so viel Munition. Ich glaube, hier haben wir es aus einer... Ja. Schon wieder ein Herz. Das bringt mir jetzt nicht viel. Jetzt hatte ich... Ja, wahrscheinlich kriegen wir eine Schutzweste wieder weiter oben. So, leider nichts. Wir sind da noch voll. Aber ich meine, das ist ja gut. Wenn wir jetzt so sauber spielen, dass wir keinen... Stockwerk 3, Ballas Lounge. Alter. Ballas Lounge, ja. Bahne dir einen Weg ins vierte Stockwerk. Ich kann gerade das Wort nicht aussprechen. Ich bin toll. Da oben ist wahrscheinlich wieder eine Schutzweste. Das finde ich aber gut, dass man hier so einen kleinen Zwischen... Ein Checkpoint nicht wirklich, aber doch so eine Art Checkpoint zwischen hat mit einer Schutzweste immer. Das finde ich sehr nice gerade. Und im vierten Stockwerk ist er schon geil. Dass die Türen immer wieder zugehen, ist auch geil. Pass auf. So, jetzt wieder aufschließen und... Und die Alte auch noch, ja. Hier ist keiner. Wir gehen etwas... Nein! Ich wollte eben sagen, wir gehen etwas vorsichtiger voran. Ja.
Okay. Alter, alle hier voll bewaffnet. Aber ist cool hier. Ist echt cool hier. Na, fuck, da habe ich jetzt so viel geschossen, aber ich schieße immer. Naja, also nicht wundern, falls ich... Also erstens, ich bin halt nicht so der Shooter-Spieler. Eigentlich kein bisschen. Und zweitens, naja. Weißt du, schießt halt ein bisschen früher. Wir haben es ja geschafft.